Hey liebe Leute, was geht und willkommen zu dem Video. Das ist mal ein bisschen anderes Video, wie ihr vielleicht so merkt, denn ich kam auch kein Intro. Denn es ist vereinfacht gesagt mal wieder ein Versuch, ein bisschen mich zu sammeln und einfach mal ein bisschen zu erzählen, was genau denn die letzten Wochen eigentlich los war. Erneut. Aber auch ein bisschen darüber zu erzählen, wie es jetzt weitergeht. Denn ihr merkt, ich fange Step by Step wieder an, zur Normalität, in Anführungsstrichen, so zurückzukehren. Deshalb will ich das kurz ein bisschen in dem Video anspressen. Ist auch keine lange Sache, aber ihr werdet sehen. Vereinfacht gesagt, was jetzt zu mir ist, dass ich wieder ein aktiver YouTuber werde. Heißt, ich tue wieder meine Videos hin machen und auch hochladen. In dem Fall Paper Mario. Am Montag folgt aber so ein anderes Projekt. Ich will zwei Projekte gleichzeitig laufen haben, nicht aber mehr, damit es vorangeht. Und zwar jeweils zwei Parte pro Projekt, also insgesamt vier Parte. Vorauf pro Tag, wie gesagt. Vorauf nehmen wir jetzt das Ganze hauptsächlich am Wochenende in Gaming-Sessions, die ich in der Nacht machen werde. Das ist ein Versuch. Ich sag's mal gleich, ich weiß nicht, ob es klappt. Ich habe das auf der Art, wie ich es jetzt machen will, noch nie gemacht. Also keine Ahnung, ob das hin oder nicht. Vielleicht läuft's gut, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Wenn es denn so klappt, wie ich denke, und davon gehe ich einfach aus, dann tue es am Wochenende Videos vorproduzieren, weil da habe ich wirklich Zeit dafür. Da habe ich es bis jetzt mit Netflix vergoldet. Aber da habe ich auf jeden Fall Zeit. Das kann klappen. Und unter der Woche streame ich dann nicht alle Tage, weil das packe ich nicht. Vor allem ab nächstes Jahr mit Schule. Abschluss wird viel zu tun sein. Aber alle paar Tage will ich zumindest streamen. Und wenn auch noch Videos kommen, passt das dann ja eh. Und ich weiß zwar, meine Videos haben wirklich nicht viel Klicks. Und das hören wirklich nicht viele Leute an, kommentieren nicht viele Leute und liken nicht viele Leute. Ich habe einen relativ sympathischen YouTuber abonniert, der hat unter 200 Abonnenten und der hat mehr Aufrufe und mehr Likes wie jetzt auf jedes Video. Nämlich Minimum das Doppelte, wenn es sogar dreifach. Und der hat unter 200 Abonnenten. Ich mag es was heißen. Aber das ist mir egal. Wisst ihr, sonst wäre es so längst weg gewesen. Und ich hatte oft was in Phasen, wo ich bedenke, das haut eh keiner, ist so auf, kein Bock, bla. Hat es sehr, sehr oft so gehabt. Und immer wieder gab es den Aufschwung, wo ich mir dachte, es hauen sich Leute an. Und es gab auch wirklich tolle Seiten hier auf dem Channel. Es gibt besser gesagt tolle Seiten hier auf dem Channel. Und ohne den Channel wäre ja auch die ganze Kooperation und alles mit der Gamescom gar nicht so möglich gewesen. Letztes Jahr seit Nintendo, was ja echt cool war. Und dazu nochmal alle Daumen hoch, weil das war echt die geilste Sache ever, die ich bis jetzt erleben durfte. Und einfach für solche Sachen. Und für die, die es so sagen. Es gibt einfach Stump-Community, die haut das einfach an. Sei es Destructor, sei es Sophie, sei es Tamila. Und alle anderen. Sei es Mantox, der oft dabei ist. Und wirklich alle anderen. Da fehlt so viel, das alle auf uns hält. Aber wirklich so eine Stump-Community. Sind da echt viele, viele Leute und für die mache ich die Videos und ich weiß, die hauen es dir an und freuen es auch. Und für die mache ich das und für die will ich das jetzt wirklich wieder weitermachen. Für die will ich ab jetzt täglich wieder Videos hochladen und auch alle paar Tage Livestream. Und ich glaube, ich brauche ein paar Wochen Zeit, sage es jetzt ganz ehrlich, ich brauche ein paar Wochen Zeit, damit ich schauen kann, ob das klappt. Wie heißt das schön? Wenn man sich einen Habit, vermisst du das Wort, wenn man sich eine Eigenschaft aneignen will, dann braucht es 20 Tage Zeit, bis diese Habits, bis diese Eigenschaften drin sind. Zum Beispiel habe ich mir von der Zeit vorgenommen, jeden Tag um 5 Uhr aufzustehen und eine Stunde und rauszugehen in der Früh. Hat lange gedauert, aber jetzt habe ich es intus. Das ist jeden Tag, auch an Wochenenden. Um 5 Uhr in der Früh auf und gehe eine Stunde mit meinem Hund raus. Das braucht ein bisschen Zeit, aber wenn ich das mal drin habe, dann funktioniert das. Und das Ganze probiere ich jetzt auch mit dem Channel ein bisschen reinzubekommen. Heißt, dass ich am Wochenende Gaming-Sessions mache, wo ich viele Stunden zocke und viele Parts aufnehme. Denn unter der Woche, weißt du mal jetzt, habe ich so viel um die Ohren, habe ich Freunde, habe ich Schule, habe ich Hund. Da komme ich eigentlich gar nicht zum Zocken. Ist auch vielleicht mal eine Stunde am Abend, wo ich zukünftig auch wieder Livestreams mache. Dazu gleich noch mehr. Und am Wochenende mache ich keine Streams oder nahezu keine Streams und nutze es halt zum Voraufnehmen. Ob ich es jetzt nachts mache oder tagsüber, muss ich noch sauen. Ich tue das Voraufnehmen und dann direkt zum Hochladen. Dauert zwar Zeit, aber die habe es am Wochenende oder schiebst du mir irgendwie so rein, dass es passt. Dann kommt unter der Woche Videos. Und da ist ja meine Videos, gibt es offen zu, nicht so aufwendig schneide, was ich finde, dass bei Let's Plays, bei klassischen Let's Plays, wie ich sie machen müsste, auch nicht sein muss. Da zaust sich zwar keiner, weil Let's Plays einfach tot sind, gefühlt.
Aber ich hab Bock, Videos in der Art zu produzieren. Seit Max das. Hat auch nichts mit Fallout oder so zu tun. Aber ich persönlich finde Videos, Gameplay-Videos, die Let's Plays sein sollen, wo YouTuber total viel rumschneiden, die finde ich keine Let's Plays mehr. Das ist, da fehlt da die Hälfte vom Spiel irgendwie. Das mag ich persönlich einfach nicht. Meine persönliche Meinung, ich mag das nicht. Deshalb ist persönlich auch mal Videos nach so nix schneide. Deshalb Intro und Outro was anschneide. Ab und zu, wenn es mal Fails gibt, dass die rauskarte. Oder klar, wenn irgendwie Telefon da klingeln Leute, das dann rauskarte, ist ja klar. Aber viel mehr mache ich auch nicht. Das braucht auch nicht viel Zeit. Heißt, die Produktion der Videos ist auch nicht so elend lang. Weshalb ich 3 bis 4 Videos pro Tag bringen kann und auch müsste. So kommen wir auch schnell voran, können auch wieder mehr Let's Plays abklappern. Also ein bisschen wieder so schönen alten goldenen Zeiten aus dem Jahr 2017 zurück. Ich habe mir das schon oft vorgenommen und gesagt, klar, jetzt geht's wieder groß los und dann kam gar nichts. Zuletzt vor 2 Wochen, aber es war jetzt auch noch mit dem Umbau von meinem Keller wirklich aktiv beschäftigt. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn ich das jetzt mal schaue, dass es irgendjemand Alltag bekommt, dann wird das auch klappen. Und erstmal Community habt das erst verdammt nochmal verdient, dass mich die auf die Reihe bekommen, das hinbekommen. Aber das wird es auch, denn YouTube ist eine Sache. Die hat bisher meine ganze Jugendlichkeit begleitet. Seitdem ich 13 bin, mache ich YouTube. Seitdem bin ich 18. Im Februar sind es dann 5 Jahre. Ein halbes Jahrzehnt, dass ich mich vor die Kamera setze und Videos für es mache. Was mir nach wie vor wirklich, wirklich viel Spaß macht. Und ich will damit auch so schnell nicht aufhören. Klar, jetzt geht es dann nächstes Jahr auf die FOS. Übernächstes Jahr geht es auf die FOS. Und dann irgendwann auch mal auf die Uni. Aber es sind alles ja keine Gründe, mit YouTube aufzuhören. Motivation steckt da am ehesten, dass man einfach sagt, ich habe keine Motivation mehr derzeit. Aber Zeit für ein Video hat oder Zocken hat man immer irgendwo. Und ich sage prinzipiell fast nie ohne aufzunehmen, außer mit Freunden. Also ich tue eigentlich nie, wirklich nie. Ich habe es eigentlich wirklich nie gemacht, seitdem ich mich erinnern kann, seitdem ich YouTube mache, dass ich zocke und das aufzunehmen. Weil ich finde das total blöd. Ich persönlich finde es einfach blöd, alleine zu zocken. Sei es das auch online alleine, wenn ich mit Leuten trainieren muss. Finde ich nicht nice. Weiß nicht, Reiz bis null. Also ich wäre nie ein Typ, der irgendwie alleine ein Beispiel Pokémon durchspielt. Reiz bis null. Und deshalb habe ich auch mein YouTube angefangen. Da bin ich jetzt alleine. Da machst du es für Leute, da machst du es mit Leuten und das reizt mich dann wieder. Weil da machst du es ja quasi mit euch. Und auch online. Saturn oder Mario Kart online. Machst du auch mit euch. Das macht mir wieder Spaß. Auch mit Freunden natürlich. Aber alleine bis hinzusetzen, ohne System, ohne irgendwas, einfach nur die Twitch in die Hand zu nehmen, Handheld und was zu zocken, war es eigentlich so gut wie nie. Ich bin auch so gut wie nie Handheld, das hat, ne? Deshalb mache ich YouTube. Und das ist eine Sache, ich bin ein Gamer. Und ich mache das wirklich gern, ne? Aber ich bin einer von der Sorte Gamer, die nicht Nächte durchsockt, sondern ich bin einer von der Gamern, die halt noch die Realität besser Blick haben und neben Gaming irgendwie auch noch andere Hobbys haben und ein Leben haben, ne? Ich will jetzt um Gottes Willen keine Gamer verurteilen, weil Game ist geil, Nerd sein ist geil, Zocken ist geil, auch Netze nur Zocken ist das auch geil, wenn man es das Notentest erlauben kann. Das kommt der spießige Baldlehrer von mir raus, ne? Nee. Aber, bald so relativ erst seit einem Jahr, aber egal. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Zocken ist einfach hier meine Leidenschaft. Gamescom, Community, YouTube, das ist ein großer Teil von mir. Und den kann und will ich auch nicht loswerden. Und da muss schon wahnsinnig vieles noch schief laufen. Der Sack ist ja auf mit YouTube. Wird nicht passieren. Es wird wieder Zeiten geben, wo ich inaktiver bin. Sag es mal klar. Es wird auch Zeiten geben, wo ich wieder aktiver bin. Die Kernmessage ist nur davon, ich will weitermachen. Ich will das jetzt einfach probieren. Das war sagen, es tut es wirklich täglich Videos hochladen. Ich weiß nicht, wie lange es gut geht. Kann auch sein, dass wirklich nach gefühlt 3 Tagen schon wieder kommt, dass gar nichts mehr geht. Aber ich will es jetzt probieren. Und vielleicht klappt es. Ich will auch wieder mit einem Ablauf bleiben, Zeit machen und ein bisschen einfach Normalität auf mein Channel bringen. Ich weiß, es hauen nicht viele Leute an, aber für die es anschauen, für die mache ich das, was einfach ein Hobby für mich ist. Und ich will die tollen Games von Nintendo zocken. Dann, wenn ich sie zocke, nehme ich sie auch gleich auf. Das ist so meine Meinung einfach. Da mache ich es auch mal, Zettel. Ich mache nicht, um Geld zu verdienen, um berühmt zu werden. Sondern wenn ich denke, komm David, wenn du Essen zockst, dann nimmst du halt das auf, weil du zocken ohne irgendwie Leute total langweilig findest. Ja? Und die Spiele von Nintendo haben es verdient, gezockt zu werden. Ich bin ein riesen Nintendo-Fan. Das werdet ihr auch das nächste Mal Room zu sehen. Das hat mir erst so eine kleine Nintendo-Castle aufgebaut mit einem Haufen Aufstellern und viel mehr. Und das ist eine Sache, auf die bin ich einfach stolz. Ich bin da stolz drauf. Und ich bin auch stolz drauf, auf der Gamescom mit Nintendo Partners auf die Gang zu sein. Ich bin einfach wirklich stolz drauf, dass es alles so schön geklappt hat. Und das ist einfach nicht selbstverständlich, ich habe das alles euch zu verdanken. Und das ist einfach toll.
Es ist ein tolles Gefühl, aber was sie reißt zu haben. Ja. Ist einfach stolz. Und deshalb will ich einfach weiter Videos machen. Und das werde ich auch. Und ihr könnt euch darauf freuen, es werden jetzt tolles halten werden auf Marcel. Etwas Brasses aus jemand hoch und heilig. Und das ist keine leere Rede, wo nichts folgt, sondern da wird tatsächlich was folgen. Da gibt es erst beim Wort drauf. Ihr könnt es also drauf freuen. Danke bis weit fürs Zusehen. Mit tollen Erwartungen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!